ich nicht rein, du. Da. Ich überlege gerade. Ist noch irgendwo Wasser, wo ich nicht rein durfte? Komm noch weiter. Weiter, 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 weiter. Wie bist du denn für ein Loser, ey? Jetzt nehmen wir ein bisschen Abgespucke ab. Wo sie übertreiben muss dann, ne? 70.000 Gegner hier. Warum zum Kuckuck schießt du da hinten in der Zellert? Yeah.
ich bin nur so froh, oder quatschen die wirklich manchmal so veraltete Wörter Deutsch? Ja, genauso wie der eine Boss, weißt du, der die ganze Zeit rumgeschrien hat. The end is nah. Hä? Wie, the end is nah? Keinen blassen Schimmer, wo wir jetzt noch hingehen können. Ehrlich nicht. Ah, schade, Mädchen, schade. Ja, ich hole mir erstmal mein Upgrade. Diese Gaben bringe ich euch da, o huldvolle Loa, o großmütige Loa. Ein spiritueller Handel für weiteres Leben. So, wir haben jetzt noch 11. Das heißt, 89 Stück liegen irgendwo noch rum. Die Frage ist nur, wo? Wo liegen diese 89 Stück noch rum? Von den Dingern gibt es nämlich auch noch 3 Stück. Wo liegen die eigentlich rum? Und von den Spreizern gibt es auch noch 2 Stück. Wo liegen die eigentlich rum? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich gesoftlockt oder sowas? Kann man sich hier softlocken in dem Spiel? Weiß es nicht. Kann man sich hier softlocken? Weil ich weiß, dass du hier bei der Kathedrale des Schmerzes gibt's 5 Leute. 2 Leute sind schon gespreizt, also dass der Brustkorb schon so gespreizt. Und wir haben einen Brust und 3 Leute waren halt noch nicht gespreizt. Einen haben wir geholt und ich habe mir dann den schweigende Lämmer-Typ hier. Hannibal Lecter habe ich gespreizt. Bin dann da rein, habe den platt gemacht, aber da haben wir keinen neuen Spreizer bekommen. Für einen anderen Typen oder so. Und dann gibt es ja noch 2 weitere Typen, die man noch spreizen könnte, die ja auch noch mal ein Level haben. Und über diese Level, die hier sind, in dieser Kathedrale des Schmerzes, über diese Level mit dem Spreizer kommen wir zu diesem Level. Deswegen haben wir auch schon 6 von 11, weil wir schon 3 von 5 gemacht haben. Aber die anderen beiden fehlen noch. Und mir fehlen halt diese Spreizer und ohne die Spreizer komme ich nicht weiter. Mir fehlen diese fucking Spreizer. Ne, muss ich gleich googeln. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich habe sonst keinen Plan, wo ich hin muss. Ich habe überall die Seelen gesammelt, die ich schon sammeln kann. Hier komme ich nicht weiter, weil da haben wir ja noch 2 Maschinen, die wir noch ausmachen müssen. Und da kommen wir nur über die Spreizer hin, an dem Maschinenblock.
Ansonsten haben wir alles eingesammelt hier. In jedem Raum. Also bin ich der Meinung, dass ich in jedem Raum drin war, wo ich hätte reingehen können, war ich drin. Wenn ich die Ability später bekommen habe, habe ich versucht mir zu merken, wo ich die Abilities noch brauche. Und wie ihr sehen könnt, hat es ja ganz gut geklappt. Ich habe ja auch überall die Seelen dann wiederholen können, nachdem ich die bestimmte Ability bekommen habe. Aber mir fehlen noch zwei Spreizer. Ja, dann würde ich einfach mal Google fragen, Leute. Ja, man, ihr habt nichts dagegen. Ich auch nicht. Du Mensch. Hast du mal einen Wunsch, Spreizer? Ne, ist nur remastered. Neue Waffe und 4 Wunschspreizer. Ja. Ist auch wieder remastered. Ich brauch kein Remastered, ich brauch das alte. Was ist das? Käfigpfade. Ein Käfigpfade. Alles klar, Mädchen. Ich weiß ja nicht mehr, welchen Wunschspreizer ich überhaupt genommen habe.
Ah, ich habe keine Ahnung, wir gehen einfach mal irgendwo lang. Ich habe zwar ein bisschen was gelesen. Also wenn wir Glück haben, ist hier irgendwo jetzt ein Wundspreizer. Aber so genau weiß ich das nicht. Haben wir sie? Wollt der gerade wirklich schwimmen, ja? Dann sonst. In dieser Plörre. Glaube ich den nicht. War ich da hinten schon mal? Offen oder nicht offen? Hier waren wir noch nicht, oder? Hier schon mal? Kann ich das... Kann ich denn hier nicht gewesen sein? What the fuck? Wow. Da liegt der. Ich dachte, der wäre hier unten. Na gut. Ein Wundspreizer. Fehlt mir aber trotzdem noch einer. Aber der Tipp ja gar nicht mal so schlecht.
eigentlich der Meinung, ich war überall. Ja, scheinbar nicht, wa? Steam. Karte-Dateien, Bonus-Content, Map-PDF. Gucken wir mal. Wollen wir eigentlich irgendwas sehen? Ich will spielen. Wird mal kurz das Spiel neu. Ist hier irgendwo drin, wo ich die Dinger kriege? Ein Retractor? Thank you.
Müsste vielleicht der Retractor sein, oder? Okay, wo sind wir eigentlich gerade? Cageways? Wir sind gerade Cageways, ne? Das heißt, den haben wir. Playrooms. Hatte ich den bei Playrooms oder hatte ich den bei Under City gehabt? Den hatte ich bei Playrooms. Dann müssen wir nochmal zu Under City. Da sollte auch noch ein Retractor sein. Also falls ihr euch wundert, was ich hier gerade gucke, hier, zeige euch das mal kurz. Es gibt eine Karte direkt von dem Spiel selber. Und das ist das Einzige, was ich sehe. Ja, ich sehe jetzt hier so ein Retractor 1. Kann ich ein Vollbild machen? Nee, machen. Nicht wirklich, okay. Also hier Cageways. Ich glaube, da sind wir gerade. Also da haben wir den gerade geholt. Müssen wir jetzt selber nochmal gucken, ob das hier nach dem Vierer ist oder nach dem Fünfer. Ist halt, ja, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, welcher Weg das ist. Ist das hier? Hat hier der Zug? Der wenigstens ranschreiben können. Train oder sowas. Playrooms. Da war, glaube ich, unser erster Retractor gewesen. Das ist, glaube ich, unser erster. Also müsste Under City nach der 9. Temple of Blood, Temple of Prophecy. Die 9. Under City. Also müssen wir da nochmal gucken gehen, ansonsten wüsste ich nicht. Ja, wir müssen Cageways, Playrooms und Under City nochmal checken. Damit ihr Bescheid wisst, Leute. Damit ihr Bescheid wisst. So, Lava Doktor, was ist denn das? Tempel of Fire? Nee, ne? Tempel des Blutes, da müsste ich zurück. Dann haben wir da das 8er Tor und daneben soll das 9er Tor sein, Richtung Under City. Dann gehen wir da nochmal zurück. Gar nicht drin. Ich kenne Under City noch gar nicht. Nee. Kennen wir noch gar nicht, Leute. Ah. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Na gut. Wenigstens können wir erstmal wieder ein bisschen weiter. Ich hab schon gedacht, ich bin stuck. Okay. Begib dich nicht leise in die Fänge des Drachens. Akzeptiere nicht die verhasste Umarmung des Biests im Herzen des Grauens. Entdecke vielmehr das angsteinflößende Gesicht, gebleckte Zähne, Augen funkelnd vor eiskaltem Hass, die Sehnen.
spüre ich, dass das Biest mich nicht erwartet im dunklen Inneren des Labyrinths. Ich stehe kurz vor dem Wissen. Doch fürchte ich, dass das Wissen mich dazu bringt, mich als williges Opfer in die Fänge des Drachen zu begeben. Da müssen wir hin. Scheiße. Voll dunkel, ey. Okay, muss ich selber runterziehen, ja? Gut, jetzt zieh ich selber runter. Also HP-mäßig kriegt man wirklich gar nichts mehr, wa? Das ist mit Absicht so, oder? Dass das so dunkel ist, ey. Warum machen die auf immer so viel Damage? Woran das mich so ein bisschen erinnert? Soul Reaver. Die war auch teilweise sehr dunkel. Hast du dich angekuschelt oder was? Oder willst du mir irgendwas sagen? Aber auch Soul Reaver hätte ich auch Bock. Wer kennt das Spiel von euch? Soul Reaver? Mit Raziel und dem komischen Gott. Kennst du nicht? Oh Mann. Oh Mann, Mienchen. Mann, du hast ja echt viel verpasst, ey. Kennst du ja nicht mal Shadowman wahrscheinlich, wa? Drei Seelen nur in Unterstadt? Also gibt's noch einen weiteren Dungeon mit zwei Seelen. Hm.
Aber ich hoffe, mit der Fackel ist so in Ordnung, oder? Kann die leider nur nicht immer anmachen. Weil die Benutzung nämlich kostet. Kostet nämlich Schädelpower. Okay, da oben kann man rein. Hier kann man rein. Dann gehen wir erstmal hier rein. Weil diese Speedrunner, die versuchen. Also ich glaube, das ist nicht gut. Eigentlich bestimmt den falschen Weg dafür. Kennst du Kevin Bacon? Der hat auch bei den X-Men-Spielen mitgemacht. Das war der Typ, der, falls ich dran erinnern kann, auf der Yacht war. Und der dann da irgendwie die Handgranate da explodieren lassen hat und dann mit seinen Superfingern das, ne, die Energie so abgesaugt. Oder absorbiert, besser gesagt. Die Synchronstimme, die ihn normalerweise spricht, die spricht auch Raziel bei Soul Reaver. What? Meine Fresse, Alter, hier gibt's immer so viele Wege. Okay, machen wir erstmal den offensichtlichen, weil hier waren wir ja schon. Na, Raziel ist ja auch hier einer der vier Reiter, ne? Frag mich jetzt aber nicht, welcher von denen das ist. Ich weiß nur, dass er einer von den vier Reitern ist, der Apokalypse. Es gibt ja auch noch die anderen Spiele von ihm. Beziehungsweise die anderen Spiele von den Reitern. Die heißen aber ein bisschen anders. Weil die Soul Reaver-Reihe, die heißt ja eigentlich The Legacy of Kain oder so. The Legacy of Kain Soul Reaver, da spielst du halt den Soul Reaver. Und dann gibt es ja noch zwei andere Spiele mit Legacy of Kain. Die heißen aber halt nicht Soul Reaver. Und da spielst du dann tatsächlich auch Kain, den sie Kane nennen oder so. Ne, Kain nennen die den, glaube ich, auf Deutsch. Ich bin Kain, anstatt Kain. Super nice. Dann sagen die Kain oder sowas? Ich bin Kain. Die sagen Kain. Wegen K-A-I-N. Ich bin kein. Ja, davon gibt es zwei Spiele. Habe ich alle da. Das Problem ist nur, bei Steam gibt es die nur auf Englisch. Auch den Soul Reaver Teil gibt es leider nur in Englisch. Aber es gibt ja so ganz pfiffige Leute, die dann da über Google Drive oder so
die deutsche Version anbieten, beziehungsweise die deutschen Dateien, also nicht die komplette Version, sondern nur die Sounddatei, die du dann einfach überschreibst, so wie du das bei Fallout zum Beispiel auch machen kannst, ne? Du kannst ja auch dann die englische Datei einfach mit der deutschen überschreiben und schon quatschen die alle Deutsch. Und so kannst du das bei den Spielen auch machen. Natürlich auch mal spielen. So rüber. Ist halt auch ursprünglich ein PS1-Spiel gewesen. Genauso wie es Shadowman. Oder war Shadowman ursprünglich ein N64-Spiel und die haben das nur auf die PlayStation portiert? Irgendwas war da bestimmt. Aber merkst du schon, Mienchen, obwohl ich gar keine PlayStation so wirklich besessen habe, sondern eigentlich eher immer nur so Nintendo-Konsolen, weiß ich doch eher mehr über PlayStation-Spiele als über Xbox-Spiele. Also wenn ich das jetzt vergleichen müsste, ne? Also Wissen Xbox-Spiel im Gegensatz zu Wissen PlayStation-Spiel. Obwohl ich eigentlich immer Nintendo-Konsolen hatte. Hatte ich trotzdem doch immer mehr Interesse an PlayStation-Spielen gehabt als an Xbox-Spielen. Seltsam. Ja, ich weiß nicht. Xbox war irgendwie nie wirklich interessant für mich gewesen. Komme ich jetzt wenigstens noch an die Kohle ran, weil das aussieht. Sehr schön. Oh, das war nicht gut. Sound ist okay von der Quali, ich meine von der Lautstärke. Ja, wird auch limitiert, ne? Also egal wie laut das Spiel jetzt tatsächlich ist, es kann nie lauter als einen bestimmten Pegel erreichen. Check, ne? Also selbst wenn ich jetzt hier einen Gehörsturz kriege oder so, ja, weil das Spiel so laut ist, dass mir das Trommelfeld platzt.
kriegt ihr das ja nicht mit. Weil das für euch halt trotzdem nur, ich sag jetzt mal, 80 Dezibel hat. Wo ich drüber hinausgehen kann. What? Komm ich hier auch wieder raus? Ja, ne? Jetzt habe ich mir so viele Wege, dass ich jetzt schon wieder ungern irgendwo langlaufen würde. Möchte ich anhalten? Kannst anhalten, okay. Wollen die von mir, dass ich da runterspringe? Also da unten kann man auf jeden Fall weiter. Ich habe den Spreizer gefunden. Ich will aber trotzdem hier den ganzen Dungeon machen, ne? Weil ich will ja auch die Seelen haben. Ich will ja wissen, was man kriegt, wenn man die 120 Dinger da abgibt. Ja, kriegst du eine Jukebox. Im Menü bist du, dass du jederzeit den Sound ändern kannst oder abspielen kannst. Schön. Danke für die Jukebox. Na, erstmal alles platt. Man sieht ja gar nicht. Übersteuert ein bisschen die Musik, höre ich gerade. Liegt aber an dem Spiel, nicht an mir. Also der Soundfile ist schon übersteuert von Haus aus. Money, money, money! 70 brauche ich noch. Hey, vielleicht hilft mir das weiter. Hilft uns auf jeden Fall weiter. Da haben wir nämlich schon zwei davon. Ein recht kleiner Level war, so wie es aussieht. Okay, wir haben immer noch das Ding, wo wir runterfallen können. So, das kommen wir. Wir gucken mal. Vielleicht kommen wir auch unten lang. Ich speichere mal kurz. Gelohnt. Die Seele. Ah, ich glaube, das wird doch relativ knapp. Das schaffen wir heute, glaube ich, doch nicht.
Wäre natürlich nice gewesen, aber das wird nicht funktionieren. So, ich nehme mal an, die wollen, dass wir dann hier rausgehen, oder was? Na okay, dann machen wir das mal. Das heißt also, wir müssen da dann nochmal nach oben. Ja, wir waren ja da noch nicht fertig. Das heißt, das Gute ist halt, wenn du speicherst und halt nicht stirbst, und, oder du stirbst und du lädst den Speicher nochmal neu, dass die Gegner trotzdem wieder tot sind. Aber wenn du nämlich stirbst, dann sind die Gegner wieder da. Ja, muss ich dann mal kurz abchecken. Da sind wir reingegangen. Das heißt, wir müssen noch mal eine Stufe runter. Ne, warte mal, hier waren wir doch schon, oder? Ja, hier ist alles tot. Damn. Okay, das war jetzt wohl zu viel des Guten. Das heißt, wir hätten da jetzt doch ganz normal weitermachen können. Von oben sind wir ja gerade gekommen. Hier sind wir lang gegangen und sind durch die Stacheln durch, genau. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. Genau, hier war dieser Tempel. Wo wir den Spreizer gekriegt haben. Ne, da war Opus der einzelne Raum. Ne, ne, ne. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Aber einen Weg haben wir noch. Ne, zwei sogar. Zwei Wege haben wir noch. Ja, Orientierung ist hier echt wichtig, ey. Also einmal hätte ich mir gerade sparen können. Okay, wir haben nur noch einen Weg. Und das ist der hier. Der ballert da.
Oh. Wo ballerst du? Wo bist du? Zeig dich. Komm raus. Irgendwo da oben. Ja, okay. Das ist ein vierter Raum. Noch so ein fetter Raum. Hier hinten in der Ecke was? Nee. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt wieder zurückarbeiten, oder was? Von dem Raum wieder zurück in den anderen Raum, wo wir nicht hoch können. Ich hoffe, hier gibt es auch nicht wieder so 5, 6, 8 Wege. Was das Schlimmste an der Fackel ist, die kostet Mana, sobald die ausgepackt ist. Voll schlimm, ey. Voll uncool. Dass die Mana braucht. Nur weil ich sie rausgeholt habe. Okay, wir könnten da theoretisch rüberspringen. Von der Reichweite müsste das auf jeden Fall klappen. Aber wir gucken erstmal hier. Wenn es nicht klappt. LOL! Speedrunner for the win! Kurze Pause, Leute, gleich geht's weiter.